dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Wir befinden uns mittlerweile in der Folge 4 und machen weiter mit der Nummer 15 in der Abteilung Aufmerksamkeit erregen für die Wichtigkeit gerade des Sprachbewusstseins für den Begriff der Philosophie, überhaupt für das Denken, den Bereich der Vorstellungen und damit angehängt der Bereich der Gefühle, des Wollens und so weiter und so fort, im Grunde genommen von allem. Und hier tritt jetzt in der Nummer 15 ein gewisser James Joyce auf den Plan, der einmal gesagt haben soll, gesagt hat: The real metaphysical problem is the world. Also, wenn von Philosophie überhaupt noch die Rede sein soll, dann muss darin ein Bewusstsein über die Begriffsbildung, Abstraktionen im weitesten Sinn da sein, ansonsten handelt es sich um leeres Gefasel der üblichen Sorte und nur das bloße Zuhören oder eben auch die Lektüre zu einer Zeitverschwendung verkommt. Es geht weiter mit einem älteren Kollegen aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte, ja, so früh auch wieder nicht, Konfuzius. Weniges ist für Konfuzius, für Frieden und Rechtschaffenheit so verderblich wie die Verwirrung der Namen und Begriffe. Als Konfuzius einmal gefragt wurde, welche Maßnahmen im Staate er ergreifen würde, wenn er Macht hätte zu bestimmen, antwortete er: Sicherlich die Richtigstellung der Begriffe. Ich habe jetzt zwar nicht die Macht, aber ergreife trotzdem die Maßnahme der Richtigstellung der Begriffe, indem ich eben Sprachbewusstsein, Abstraktionsbewusstsein schaffe und damit beitrage zur Stärkung der nationalen Urteilskraft. Die Nummer 17, auch alles immer noch Einleitung hier. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, als ob nicht alle Worte Taschen wären, in welche bald dies, bald jenes, bald mehreres auf einmal gesteckt worden ist. Und mit solchen Taschenspieler, Kunststücken, Wortjongliereien sophistischer Natur haben wir es in der Regel zu tun, wenn massenmedial irgendjemand in Erscheinung tritt mit dem Anspruch auf Vernunft und Rationalität, Logik etc. Das ist alles bloß leeres Gerede, wo Machtinteressen eben so dargestellt werden, dass sie auch nützlich ausgeschlachtet werden können.
Es folgt ein gewisser Elisa Fränkel, 1911 erschienenes Werk Abstrakta und Abstraktion. Der schlichte Denkakt in dem wir uns bewusst Gegenstände als Gegenstände setzen, das heißt einen vollkommenen Akt der Anerkennung ausführen, wird uns daher nur begreiflich, wenn wir annehmen, dass das Bewusstsein ihn mit Hilfe des allgemeinsten Begriffs, den es gibt, mit Hilfe des Begriffs vom Gegenstand überhaupt vollzieht. Woher hat aber das Bewusstsein die Kenntnis dieses Begriffs, die aller einzelnen Objektivationen vorausgehen muss? Ich glaube, dass wir mit dieser Frage auf etwas gestoßen sind, das den innersten Nerv allen Bewusstseins bedeutet. Es kann nämlich, wie mir scheint, als Vorbedingung allen Bewusstseins hingestellt werden, dass es sich den allgemeinsten Begriff zum Gegenstand überhaupt zu bilden vermag. Dass mit dem Ich zugleich der Gedanke des Gegenstands überhaupt implizit mitgegeben ist, der den eigentlichen Hebel der einzelnen Objektivation bildet. Hier geht es jetzt schon wieder eher ans Eingemachte. Also der schlichte Denkakt, indem wir uns bewusst Gegenstände als Gegenstände setzen. Hier ist der Gegenstand quasi allgemein der Inbegriff dessen überhaupt, was wahrgenommen werden kann, in Erscheinung tritt, als Anfangspunkt gesetzt wird, als etwas, von dem auszugehen ist. Und hier heißt es, dass ein Akt der Anerkennung auszuführen ist, einen vollkommenen Akt der Anerkennung. Ist nichts anderes als dieser Moment der Intention oder eben der Wertgedanke, der in der Begriffsbildung unabkömmlich ist, weil es eben keine Dinge an sich gibt, auch wenn hier von Objektivation zu die Rede ist, ist das eher im Sinne von Vergegenständlichung, also sich einen Gegenstand zu bilden, gemeint und weniger als eben Allgemeingültigkeit, wo eben eine Sache für jeden gleichermaßen erkenntlich wahrnehmbar und so weiter ist. Wenn wir annehmen, dass das Bewusstsein mit Hilfe des allgemeinsten Begriffs allgemeinst ist jetzt die Frage auf alle Fälle ein allgemeiner Begriff. Die Frage der Abstraktionsebene, wie allgemein jetzt etwas ist, das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Es ist nur von Bedeutung, dass es ein Allgemeinbegriff ist, der eben nicht in allgemeingültiger Weise trifft. Das heißt, er trifft er wird benutzt, sage ich mal. Aber ob das jetzt auch sinnvoll ist, rational sowieso nicht, weil eben die Frage ist, warum und aus welchen Beweggründen jetzt genau dieser oder jener Begriff benutzt wird, spielt auch keine Rolle, ob das jetzt eine Definition ist oder nur die Geschmacksfrage eines einzelnen Menschen. Es ist immer intentional und zweckbedingt, die ganze Angelegenheit.
Dann stellt Fränklicher die Frage, woher hat aber das Bewusstsein die Kenntnis dieses Begriffs? Also woher weiß ich, welcher Begriff in welchem Zusammenhang anzuwenden sind? Die aller einzelnen Objektivationen, also hier ist es klar, das ist um eine das Vergegenständlichung oder eben Begriffsbildung dieses wahrgenommene irgendetwas in einen Begriff zu verwandeln als Objektivation. Also, woher weiß ich, welcher Begriff? Ich glaube, dass wir mit dieser Frage auf etwas gestoßen sind, innersten Nerv allen Bewusstseins. Also die Frage des Bewusstseins, damit auch Psychologie. Es gibt hier keine glatten Trennlinien zwischen den Disziplinen, Philosophie, Psychologie. Alles, was mit Sprache in einem essentiellen Sinn, sage ich mal, zu tun hat, ist hier mit gemeint. Ein Nerv allen Bewusstseins kann nämlich, wie mir scheint, Vorbedingung allen Bewusstseins, eben wie gesagt, sind wir voll in der Psychologie, dass es sich den allgemeinsten Begriff überhaupt zu bilden vermag. Es wird immer irgendein Begriff wird halt genommen. Das hat jetzt nichts mit einer an sich Methode zu tun, die hier, auf die hier vielleicht abgezielt wird. Was noch auffällt, ist eben dieser Bezug oder diese Beziehung, Abhängigkeit einer Gegenstandsbildung von einem Ich ist der Hinweis, dass eben ein Subjekt hier am Werk ist, das mit dem Gedanken des Gegenstands auch der Gedanke eines Ichs, eines Subjekts, das eben hier dann nicht mehr wegzudenken ist. Gut, wir schreiten weiter. Nummer 18 ausgelutscht. Der schon erwähnte Otto Friedrich Gruppe. Denn ein Irrtum, einmal benannt, einmal mit dem Stempel der Sprache besiegelt, ist unbezwinglich für lange Zeiten. Wenn das Verfahren eben so ist, wie das immer war, dass die Dinge identifiziert werden oder von irgendwelchen fragwürdigen Autoritäten definiert werden und es hat sich dann mal rumgesprochen und wurde übernommen und ist dann zur Gewohnheit geworden, zum Sprachgebrauch, dann ist es sehr schwer, das noch, einen Hinweis, den ich mir eigentlich bis zum Schluss aufsparen wollte, vorwegzunehmen. Und ich denke mal, es schadet nichts, am Schluss nochmal darauf hinzuweisen, weil es sich hauptsächlich darum handelt, klar zu machen, wie wichtig hier etwas ist. Und solange dieses Bewusstsein nicht da ist, wie von welcher Bedeutung die Sprache für das Denken ist, auch für die Logik überhaupt, die Begriffsbildung, wenn das nicht geklärt ist, dass nichts geklärt ist, da ist alles andere mehr oder weniger sinnlos oder eben Zeitverschwendung.
Ja, und dieser eben dieser Hinweis, der lautet so, dass die Griechen den Sprachgebrauch dahingehend beeinflusst haben, dass viel mehr von einem Sein, von einem Ist-Zustand die Rede ist. Wohingegen im arabischen Sprachgebrauch vielmehr das Wollen im Vordergrund steht. Und das ist natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht, weil es letztlich ja auch ums Wollen geht. Es ist die Machtfrage, die geklärt werden muss, und die hängt am Wollen und an den Interessen. Und die wird durch eine Analyse des Seins, eine objektive Analyse des Seins überhaupt nicht berührt. Das heißt jetzt nicht, dass im arabischen Sprachraum deswegen kein Seinsbewusstsein oder dergleichen möglich ist. Aber ich denke mal, diese Art von Sprachgebrauch, wo eben das Wollen eine größere Rolle spielt, macht es einfacher, sich auf die wesentlichen, auf die jeweiligen Punkte, auf die es ankommt, zu konzentrieren. Nun gut, das war jetzt ein Fehler, weil ich auf dem falschen Kanal bin. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Unbewusst. Rumgescrollt, geklickt. Und dann haben wir wieder den Salat. Im Video der Rahmen verschoben. Wie schaut das aus? Also, dieser Irrtum unbezwinglich für lange Zeiten, jetzt auf das eben Gesagte bezogen, ist, wie kommt der westliche Sprachraum weg davon, von seiner Seinsbezogenheit und von diesem schwachsinnigen Ist weg. Da ist wohl für lange Zeiten schwierige Zeiten vorhergesagt, beziehungsweise sollte da was dran sein, dann ist mit einer Schaffung eines größeren Bewusstseins über diese Verhältnisse vielleicht ein Anfang gemacht, damit der ganze Unsinn nicht noch, der Irrtum nicht noch schlimmer und sich nicht noch mehr ausbreitet. Diese Sinnlosigkeiten und Hoffnungslosigkeiten, die alle aus der Unklarheit entspringen. Und schon geht's nochmal weiter mit dem besagten Otto Friedrich, Wendepunkt einer Philosophie im 19. Jahrhundert. Wer Begriffe gleich Zahlen für absolut und fest gelten lassen und an unverbrüchliche Definitionen fesseln will, der hat den Gedanken überhaupt ausgeschlossen und behält nur noch Worte. Also, was wird nicht alles versucht, äh, äh,
an Wissenschaften, Sozialwissenschaften, sich den Methoden der Naturwissenschaften, den mathematischen Methoden im Grunde genommen, sich anzugleichen und anzupassen, um möglichst alles Mögliche zu messen, um Zahlen zu haben für Experimente und Wissenschaften. Da ist vielleicht ein Teil davon nicht gänzlich sinnlos und gibt doch Anhaltspunkte, aber letztlich ist das alles vom Schwanz her aufgezäumt, die ganze Geschichte. Da ist kommen von irgendwoher irgendwelche Definitionen und werden dann in einer mehr oder weniger formalen Logik in der entscheidenden Inhalte entbehrt, dann weitergerechnet, ohne dass irgendjemand noch denken muss, weil die Verbindungen der Begriffe untereinander, die sind schon irgendwo definiert in Kategorien, schon beschränkt auf bestimmte Gruppe von Kategorien. Und ein echter Gedanke, ein Urteil, das nicht von diesen Vorurteilen bestimmt ist oder abhängig ist, ist kaum noch möglich. Und deshalb möchte ich schon sagen, dass in Sachen Erkenntnis es sowas wie einen Point of No Return gibt. Wenn sich das geistige Niveau einmal bis unter eine gewisse Grenze gesetzt hat, dann ist es so gut wie unmöglich, noch auf irgendwelche komplexeren Inhalte da Bezug zu nehmen. Das wird einfach nicht mehr verstanden und es ist nicht einmal, dass die Verständnisfrage überhaupt noch auftaucht. Diese bestimmten Themen sind dann völlig, es sind überhaupt nicht mehr auf irgendeinem Schirm bzw. im Bewusstsein möglich. Ist das alles bloß mehr leeres Gerede und ein Rechnen mit Abstraktionen, das sofort in alle Teile zerbricht, vom Zusammenhang her, wenn man da mal eine Ebene tiefer gräbt. Ja, was war das jetzt? Genau, wir machen weiter bis zum Ende dieser Folge. Nein, das nicht. Mal kurzer Blick auf die Uhr. Gute 5 Minuten habe ich noch in dieser Runde. Wir behaupten, die Philosophie habe noch eigentlich gar nicht begonnen. Sie habe sich bisher ganz im Irrtum bewegt. Sie solle jetzt erst beginnen, eröffnet werden dadurch, dass hier eine angemessene Methode gegeben wird. Also insofern, das wäre dann, könnte man sagen, 1834 ist schon etwas früh für einen Linguistik-Turn, aber was ist nicht alles schon 100 Jahre verschlafen worden und noch länger? Hier haben wir quasi etwas knapp 100 Jahre zuvor eine Ankündigung des Linguistik-Turn von Otto Friedrich Gruppe und seinem Wendepunkt der Philosophie. Weil alles vorher, was es da vorher gegeben hat, das ist ja auch, war ja auch mit dem, was
gemeinhin als Metaphysik bezeichnet wurde, als hauptsächlich von der Physik her, von der Methoden dieser Art von Naturwissenschaft abgeleiteten Philosophie, die eben in keinster Weise einen Bezug zum eigentlichen Geschehen hat und nur mit Worten und Spekulationen und Konstruktionen auf die abstrusesten Resultate kommt. Diesen Treiben ist dann schließlich im, ja, mit Kant könnte man sagen, jetzt bin ich schon wieder da drauf und will rumrücken. Das ist eben, weil dieses zu groß ist und das mache ich jetzt einfach weg. Mit Kant ist dem ganzen Treiben ein Ende gemacht worden. Mit dieser alten Metaphysik, und an die Stelle ist eine Erkenntnistheorie getreten. Zwar erst embryonal mit Kant, möchte man sprechen, aber es war doch der Same gesät für spätere Bestrebungen, sodass die Erkenntnistheorie dann nicht mehr wegzudenken war und schließlich sich an die Stelle der Philosophie im Grunde genommen gesetzt hat. Und zu dieser Erkenntnistheorie gehört nicht nur, was alles mit den Sinnen möglich ist zu erfahren, sondern hauptsächlich, wie diese Resultate, diese Daten aus den Sinnen dann plötzlich zu Wörtern werden. Das war schließlich eine zentrale Frage, mit der alle anderen Behauptungen und Theorien schlicht und einfach über Bord geworfen wurden. So, dann, wir sind immer noch in der Einleitung. Denn wenn alle Begriffe relativ sind, was kann es da noch für Sicherheit in der Erkenntnis, was kann es da noch für Wissenschaft geben? Genau, dieser Punkt der Relativität der Begriffe. Das heißt, der Bezogenheit bei der Begriffsbildung, des ins Verhältnis setzen, dass eben durch die Wahrnehmung, es wird etwas, dass etwas groß ist oder dass etwas klein ist, dass etwas verschieden ist und dergleichen, das wird nicht wahrgenommen, sondern das ist Ergebnis eines Urteils, oft auch unbewusst, aber so etwas wird nicht wahrgenommen. Und deswegen sind eben die Begriffe, die angewandt werden, relativ, das heißt immer in einem Verhältnis zu sehen. Ich brauche da zwei Bezugspunkte, ein Verhältnis zwischen dem sich etwas abspielt und das nicht nur in einer objektivistischen Manier, also so etwas findet nicht objektiv statt, sondern eben immer abhängig von. Und die Wissenschaft, die gibt es dann nicht mehr, die objektivistische Wissenschaft. Es gibt, was da noch möglich ist, das ist eben eine Wissenschaft als Technik, die einen bestimmten Sinn hat, nützlich ist, aber eben keinerlei Anspruch erheben kann auf höhere Wahrheiten, Wissen oder Erkenntnis. Damit ist Schluss, das ist vorbei. Und das ist auch das passende Schlusswort jetzt für diese Runde.
markiere mir noch, wenn ich auf den richtigen Hebel komme. Mit der Nummer 23 geht's das nächste Mal dann weiter. Ich verabschiede mich wie immer, euer Lokführer Hannibal. Tschüss und out.